Einen wunderschönen guten Tag. Zurück zu GTA Online. Da euch mein letztes Video, ein Alltag in GTA, so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, warum nehme ich keinen zweiten Teil davon auf? Heute habe ich mir den Tulip ausgesucht, den A-Class Tulip. Natürlich voll getuned. Auch wenn es nicht so aussieht, er ist getuned. Wir fahren wie üblich zum Casino. Und ich habe gestern auf Nacht eine Umfrage gestartet, ob ihr Control im Stream fertig sehen wollt. Das heißt nachher, wenn das Video online kommt, werde ich dann um 15 Uhr einen kleinen wunderbaren Stream auf YouTube machen mit Control, aber ohne Facecam, weil ich habe keinen Bock auf Facecam. Ja. Dann spielen wir heute einfach mal Control durch im Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich erscheinen würdet. Würde mich sehr freuen. Wir werden heute keinen Headhunter machen, sondern wir machen nachher einfach mal eine Runde Panzerwagen. Oder Terabyte-Mission, damit wir auch andere Leute sehen. Also, wenn ihr schnell auf Kohle aus seid und legal Kohle machen wollt, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch 3, 4, 5 mal hosten lasst von irgendwen oder den Heist mit irgendwem macht und wirklich einen Nachtclub kauft, den Nachtclub komplett, wirklich komplett aufrüsten, dann alle Motorradsachen aufholen, alle Unternehmen holen, die ihr könnt. Und dann einfach mal für ein paar Stunden auf Nacht die Playsee laufen lassen. AFK im Spiel. Das geht, wenn ihr die, wenn ihr euren Spielfigur von dem Fernseher setzt, entweder im Büro oder im Apartment. Und ihr müsst halt den ganzen Nacht den Controller unter Strom. Also mit Stromversorgung, mit Stromkabel am Handykabel oder so verbinden. Ihr könnt es die ganze Nacht laufen lassen. Und ja, genau. Weil habt ihr auch immer gute Einnahmequellen. Wenn ihr natürlich ganz, ganz schnell Geld braucht, dann werde ich euch nachher auch noch ein paar Sachen zeigen. Erst dann alle wissen, dass ich da bin. Jetzt hat gerade mein Fernseher geflackert, keine Ahnung warum, aber okay. Ich hoffe mal, das ist in der Aufnahme nicht drin. Casino. Ja, der Ladevorgang, ich liebe es. So. Der Night Shark. Ein wunderschönes Auto. The inside track features the top fillies and mares racing for glory. Come enjoy the thrill of. So, was kriegen wir? Klamotten? Ich wette, wir kriegen Klamotten. Würde mich freuen, wenn wir das Auto kriegen, aber ich werde wohl eher bei meinem Glück Klamotten kriegen. Okay, ich kann schon mal sagen, das Auto wird's nicht. Natürlich werden es Klamotten, sicher. Violette für Diamond Kappe. Toll, die hätte ich mir auch kaufen können. Na egal. Achso, den Tagesbonus holen. Den Besucherbonus, auf den verzichte ich nicht. Hi. Danke. Schönen Tag noch. Jo. So. Dann werden wir jetzt unseren wunderbaren Tulip wieder zurückschicken. Dann werden wir uns einen Terabyte rufen. Wir werden eine kleine Terabyte-Mission machen. Terabyte anfordern. Er ist zwar richtig mies in Kurvenfahrten, aber auf gerader Fahrt ist er ordentlich. Ich mag ihn. Vor allem, weil er so viel Gummi schon beim Start auf der Straße lässt. Na, fahr mir rein, ha? Huh? So. Der Tulip verschwindet eh gleich. Jetzt werde ich nämlich schnell eine Mission starten. Eine Missy starten.
Achso. Oh, da läuft gerade ein richtig schönes Lied. So, dann ziehen wir uns da mal auch mal passend an, würde ich sagen. Na, der ist nicht. Wo ist denn das? Jetzt. Achso. Kennt ihr das? Ihr hört ein Lied und wollt definitiv mitsingen, merkt aber in dem Moment, nein, ich bin GEMA. So, wir nehmen den altüblichen Diamantenkauf, der geht am schnellsten. Außerdem weiß ich schon auswendig, wo der ist. Der ist nämlich hier. Warum ich das weiß? Weil ich ihn schon sau aufgemacht habe. Und Paige, halt die Klappe. Bitte. Ich mag dich, aber halt die Klappe. Ich mache den Auftrag heute nicht zum ersten Mal. Heute machen wir die schnelle Variante, beim nächsten Mal zeige ich euch die Stealthy-Variante. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt hier das Video unnötig in die Länge zu ziehen. Wie gesagt, wenn ihr das ausführlicher sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Und ich würde es dann auch mal ausführlicher aufnehmen. So, ist es nämlich hier. Hey guys! Na? So, wo ist meine wunderbare Schrotflinte? Da. So. Jetzt schnell einsammeln und abhauen. Schnell, bevor die Cops kommen, Mann. Was läuft hier denn so langsam? Kumpel, das sind Cops. Die werden uns gleich ordentlich lieb haben. Und weg hier. Jetzt einfach nur in die Berge fliegen, weil da hinten ist dann nämlich der Abgabepunkt. Und am besten halt den Bullen ausweichen. Wenn ihr das mit dem Auto macht, dann empfehle ich euch, nehmt den gepanzerten Kuruma. Definitiv eine geile Investition, wenn ihr kein Bike habt. Wenn ihr das mit einem Kumpel macht, dann sorgt definitiv dafür, dass was in der Luft ist. Dass ihr einen Heli, einen Sparrow, einen Bus habt oder sonst irgendwas hin. Ein Sparrow ist natürlich besser, aber definitiv erstmal... Jetzt warten wir hier kurz. Bis die Bullen weg sind. Aufregende Musik. Na komm, Cops, verzieht euch. Na geht doch. Na, bin ich fast richtig geflogen. Da hinten, by the way, der fette Hangar in der Mitte gehört mir. Das sind richtig, richtig schöne Sachen drin. Von groß bis klein, von mittel bis... Richtig schöne, böse Fluggeräte. So, und wir sollten jetzt, wenn alles geklappt hat, 30.000 bekommen. 31.000 sogar. Nice. So, diese liebe Lady hat mir zu wenig gezahlt. So, ihr Lieben. Ich switche noch ganz kurz in mein Haus. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen Kohle gelassen, weil ich in letzter Zeit ein bisschen zu viel Autos getuned habe. Das werde ich aber demnächst nachholen. Entweder mache ich den Heist noch ein paar Mal. Oder, ja, ich werde noch ein paar Mal. Ich hoffe jetzt, dass am Donnerstag eine richtig geile Eventwoche kommt, wo dann die Secure Surf Aufgaben auf doppelt sind, weil dann werde ich dann nämlich wieder mal ordentlich Geld grinden. Zeige euch mal kurz meinen Hangar. Und dann beende ich den Part für heute. Na komm. So, da hätten wir einmal die B-11 Strike Force, ein Laser, noch ein Laser, die Molotov,
Nochmal eine Molotok. Die Hydra. Die Savage. Den Hunter. Noch ein Laser. Noch eine Molotok. Ja, ich liebe Molotok und Laser. Das ist mein Hunter. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, was ich vorhin gemeint habe mit ganz groß. Es ist nämlich dieses wunderschöne Teil. Nein, das war's nicht. Da ist es. Bam, die Bombuschka. Eigentlich hatte ich hier im Dings noch einen Titan besitze ich nämlich auch. So, jetzt ist richtig. Achso, ein Ultralight besitze ich auch noch. Ist ja voll witzig. Ich glaube, einen bewaffneten und einen nicht bewaffneten. Ja. Eine Valkyrie besitze ich natürlich auch. Standard bei jedem. So, jetzt mache ich es mir aber wieder so, damit ich nachher wieder passende Sachen habe zum Rumfliegen. Und die Tula natürlich, die besitze ich natürlich auch noch. So. Also alle hübschen Sachen habe ich dann hier. Das ist meine Tula. Wunderschön das Teil, aber leider extrem sinnlos. Also für PvP überhaupt nicht geeignet. So ihr Lieben, ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part oder im nächsten Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr nachher um 15 Uhr auf YouTube dabei seid, wenn ich Control heute endlich beende. Und bis dann. Tschüss.